Wildbienen sind uns ein besonderes Anliegen. Sie zeigen uns die Lebensräume an, die noch in Ordnung sind. Wildbienen gibt es sehr viele in Österreich, an die 700 Arten. Dazu gehören übrigens auch die Hummeln. Hier in Wien haben wir ungefähr 400 Wildbienenarten. Und auf der Schmetterlingswiese, wo wir jetzt sind, im Donaupark, gibt es über 100 Wildbienenarten. Die meisten Wildbienen, würde man wahrscheinlich gar nicht glauben, nisten im Boden, in offenen Bodenstellen. Andere Bienen nisten in Halmen oder, wie bekannt, in den Bohrgängen von Holz. Die größeren werden von der Mörtelbiene zum Beispiel bezogen. Da sind dann 5 oder 6 Brutzellen drinnen. Die werden dann zugemörtelt und im nächsten Frühjahr schlüpfen dann da die Bienen. Der Unterschied von der Honigbiene zu den Wildbienen ist, dass die Honigbiene ein Nutztier ist, eine gezüchtete Art, und die Wildbienen Wildtiere sind. Dann ist es auch so, dass die Honigbiene in einem großen Staat lebt, wo die verschiedenen Tiere verschiedene Aufgaben haben, während Wildbienen, die meisten Wildbienen, solitäre Arten sind. Das heißt, sie leben einzeln, jede Biene ist die eigene Königin, macht ihre paar Brutzellen und sie haben keinen Staat zu verteidigen und stechen daher auch nicht. Die Stadt Wien Umweltschutz hat zum Schutz der Wildbienen auch einen Folder herausgegeben. Da kann man sich sehr gut informieren über das Leben der Wildbienen und was jeder Einzelne dafür tun kann. Wir vergeben auch Wildbienenhotels. Das ist eine gute Möglichkeit, um Wildbienen zu beobachten, bei der Brut, beim Nestbau.